Der Ort für die Bücherei in Rottendorf ist einmalig. Seit gut über einem Jahrzehnt ist das renovierte Schloss aus dem Jahr 1530 mit einem modernen Anbau ergänzt die Heimat der Bücherei am Wasserschloss. Nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das große Leseangebot können sich sehen lassen. Circa 40% des Gesamtbestandes ist auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Wir haben Vorlesestunden, wir haben mittlerweile so auch unser Veranstaltungsangebot für Kinder und Jugendliche so ein bisschen Corona angepasst, dass wir auch schauen, dass wir viel Outdoor machen können, wie zum Beispiel eine Erzählwiese, die dann draußen stattfindet, oder auch Basteltütchen, die man mitnehmen kann und zu Hause basteln kann. Kreativität fördert auch eine Ecke, wo neue Technik entdeckt werden kann, wie beispielsweise programmierbare Roboter. Also zwei besondere Angebote sind auf jeden Fall einmal der Makerspace, wo die Kinder selbst tüfteln können, und eben auch der Actionbau und die digitale Schnitzeljagd durch Rottendorf, wo eben die Kinder herangeführt werden, Apps zu benutzen, digital unterwegs zu sein und eben auch die Lesekompetenz fördert. Das ist über die kostenlose App Actionbound. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter haben extra eine digitale Schnitzeljagd, 3 Stück mittlerweile, durch Rottendorf konzipiert. Selbst die Welt der Bücher entdecken oder an den zahlreichen Aktionen teilnehmen und mitmachen. Dieses Angebot finden die Kids super. Also gut gefällt mir, dass es hier große Auswahl gibt für Große, Kleine und für Erwachsene. Mir gefällt an der Bücherei, dass es schön eingerichtet ist, dass es auch große Auswahl gibt, Spiele, ja. Zum Lesen animieren, aber auch die Kreativität mit einem abgestimmten Angebot und besonderen Aktionen anregen. Und das in einem tollen Ambiente. Diese Formel kommt bei Nachwuchsleserinnen und Lesern scheinbar gut an.